Einen wunderschönen guten Tag, ihr Couchers, zu einer weiteren Runde The Culling. Und ja, ich habe hier weiterhin den Timo als Mate dabei. Und ja, wie auch beim letzten Mal, aber natürlich alleine im Voice. Letzte Runde mit Timo lief doch sehr gut. Auch wenn es am Ende dann doch ziemlich hektisch wurde. Das muss man schon zugeben. Da hatten wir dann Glück, dass das andere Team sich nicht frühzeitig einmischen konnte. Haben wir eine rote? Iron Skin ist gut. Tempel, Mantle. Da ist ein Gegner. Kann ich gerade drauf verzichten. Folgt er mir? Ja, nee, doch. Nee, nicht wirklich. Okay. Leider keine Grüne bis jetzt gesehen. Ungewöhnlich fürs Prison. Wobei ich auch so ein bisschen Scheuklappenmäßig hier gerade durchrenne. Okay, kein Gegner aktuell da. Okay, einer ist zwischen Team und mir. Oh, eine kleine Runde, wenn wir jetzt schon die Ansage hatten mit nur noch 8 Contestants. Your enemy's flesh was just opened up with a spear. Das heißt, das hier könnte ein wenig schneller gehen. Wobei es nicht unbedingt was heißt. Nein, jetzt habt ihr tatsächlich geschafft. Noch mal meine. Was ist Team zurück? Braucht mal eben. Das Leben. Wobei, egal. Ah, er hatte auch noch irgendwas zu meinen. Okay. Also, wir sind das letzte Team. Okay. Dann halt so. Das ist halt, das habe ich ja, haben wir jetzt schon häufiger gesagt, sowohl in Runden mit Dalu als bei mit Midnight hatte ich, glaube ich, das noch gar nicht. Aber auch in der letzten Runde, dieses neue Invite-System ist. Ja. Nicht ganz so super, möchte ich es nennen. Jetzt habe ich ihn hier weggenommen. Oh, der nächste ist auch direkt hier. Wo ist er? Ah, da. Hat eine Body Armor an. Aber ich meine, mein Schuss war komplett aufgeladen. Damit hat er sich mehr Schaden gemacht als uns. Ja. Jetzt haben wir noch einen. Nigens Spaghetti. Ich weiß nicht, wie er heißt. Schauen wir nochmal über die Arme. Nix riskieren. Wenn er nämlich auch wieder einen Explosive hat. Naja. Soll ich das mitnehmen? Als wenn wir noch Fang bräuchten. Wo ist denn der? Da hinten irgendwo. Wir werden ja nicht mal in die Nähe von nur einem Airdrop kommen.
wage ich zu behaupten. Also. Oh, auch nochmal ein paar Pfeile. Eventuell werden wir so ein bisschen die Runde raus. Oh, der ist noch ganz gut unterwegs hier. Eben war er noch da. Jetzt ist er schon hier irgendwo unterwegs. Was ist das, ein Hemo? Ja, deswegen. Achso, das hat er noch gar nicht mitbekommen. Das ist der letzte. Ist okay. Rennt er da? Warum rennst du da rein? Da kann dir keiner helfen. Noch mal zu hauen, nein. Ja. Das war jetzt ein wenig schnell, muss ich sagen. Aber jetzt haben tatsächlich andere noch Kills geholt. Also bei den Runden haben wir es dann ja doch häufiger mal, dass es da dann so ist, ja, hier, da macht sonst keiner Kills. Aber hier, wir haben nur 4 der möglichen 7 Kills gemacht. Also doch der ein oder andere gut gespielt. Hier, er hat sogar schon einen Kill mit seiner Waffe gemacht. Das war halt jetzt, naja, gegen 2. Ich meine, das war eine gute Chance von ihm. Aber dafür muss er halt auch treffen. Zumal ich ja mir gedacht habe, ja komm, da versuche ich jetzt gar nicht groß irgendwie zu blocken oder so, weil es wäre ja eigentlich viel sinnvoller gewesen, wenn ich da einfach geblockt hätte. Nee, ich habe ja einfach weiter mit dem Bogen geschossen. Also hätte er da irgendwie 3-mal getroffen oder so, dann hätte es auch anders ausgehen können. Wobei wir wahrscheinlich, mein Timo war schon dran, Timo hatte schon den Taser und ja, entsprechend hätte das wahrscheinlich genauso ausgesehen. Ich würde sagen, ich mache einfach noch mal ganz kurz hier 2 Kisten auf. Und dann schauen wir mal. Den beiden nehmen wir auch noch mal an. Ein bisschen Funk haben wir. Dann mache ich noch eine auf. Und da haben wir noch mal den Chicken Wing. Alles klar. Leute, das soll es gewesen sein für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und wie wir sehen, wahrscheinlich noch einmal mit Timo. Bis dahin, haut rein!